Heute zeige ich euch Funktionen in Roblox Lua und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich im Kopf schon habe, was man alles damit machen kann. Aber leider wird das hier auch erstmal eine Theoriefolge und die wirklich krassen Sachen, die werden wir wahrscheinlich erst so in 3-4 Folgen machen können. Und ich bin ehrlich, ich werde auch schon langsam ein bisschen ungeduldig, aber Funktionen sind super wichtig und mit Funktionen könnt ihr das erste Mal euren Code wirklich anständig ordnen, sage ich mal. Ich würde sagen, wir legen erstmal los. Und zwar nicht hier drin, sondern in Roblox Studio, wo wir das letzte Mal Booleans bzw. logische Operatoren behandelt haben. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann holt das unbedingt nach. Das Video ist jetzt oben auf dem i verlinkt. Für diese Folge werden die logischen Operatoren noch nicht so wichtig sein. Aber ich denke, in der nächsten Folge werdet ihr sie schon brauchen. Wir machen uns jetzt erstmal ein neues Script. Das nenne ich Funktionen. Und hier zoome ich natürlich ran, damit ihr es ein bisschen besser lesen könnt. Nein, Code Assist, lass mich in Ruhe. Und unser Freund, der Code Assist, ist auch mal wieder da. So, was sind Funktionen? So, wie macht man nochmal diesen Punkt? So, ich habe alles noch drauf. Na, sind Codeblöcke. Und wer von euch die letzten Folgen geschaut hat, was ich jedem von euch empfehle, sollte vielleicht bei sind Codeblöcke an die Scopes denken. Weil Scopes sind ein festgelegter Bereich im Code. Und sozusagen sind Scopes ja auch Codeblöcke. Und das stimmt. Funktionen sind erstmal Codeblöcke. Aber es sind bestimmte Codeblöcke. Es sind ganz bestimmte Scopes. Sozusagen Scopes. Was Besondere an Funktionen ist, man kann sie beliebig oft ausführen. Das bedeutet, mit Funktionen könnt ihr einfach den Code, den ihr 100-mal in ein Skript reinschreibt, auf einen einzigen Codeblock reduzieren und dann jedes Mal sagen, ja, den Codeblock jetzt nochmal neu machen. Noch habt ihr nicht die Programmierfähigkeiten, die das wirklich nötig machen und mit denen ihr das wirklich richtig nutzen könnt, aber Funktionen sind super wichtig. Also wer Funktionen nicht beherrscht, der kann nicht programmieren. Also ohne Funktion kommt man wirklich nicht voran. Natürlich, man kann natürlich theoretisch alles ohne Funktionen machen. Nein, nicht alles, tatsächlich nicht. Aber einiges ohne Funktionen machen. Aber es ist dann einfach schlechter Code, das kann man so sagen. Funktionen bestehen aus, ich sag mal, Bestandteile von einer Funktion sind auf jeden Fall das Scope. Und das Scope der Funktion kann wieder lokal oder global sein. Da stellt sich jetzt die Frage, hä, lokale oder globale Scopes? Aus Scopes wissen wir eher, globale Scopes sind ja das gesamte Script, das gesamte Programm und lokale Scopes sind kleinere Scopes innerhalb eines größeren Scopes. Und ja, in dem Fall ist es ein bisschen verwirrend. Ich glaube, ich nenne das auch nicht lokale oder globale Scopes. Ich sag mal, die Funktion an sich kann lokal oder global sein. Und in dem Fall meine ich mit Scopes wieder das Keyword local, um festzulegen, ob die Funktion jetzt lokal ist oder nicht. Weil eine Funktion ist auf jeden Fall auch ein Variablentyp. Habe ich denn bei den Variablen Funktionen mit aufgeschrieben? Variablentypen, String, Number, Boolean habe ich aufgeschrieben und hier unten steht Function. Okay, das haben wir aufgeschrieben. Ihr wisst, dass eine Function ein Variablentyp ist und Function ist das englische Wort für Funktion. Gut, dann können wir weitermachen mit den Bestandteilen. Die bestehen nicht nur aus einem Scope, sondern Funktionen bestehen auch immer aus dem Keyword Function, wenn man es richtig schreiben würde. Ich schreibe auch mal so Keyword Function hier hin, weil das steht eigentlich bei jeder Funktion immer dabei, wenn man sie deklariert. Und wie jede Variable hat die Funktion auch einen Namen. Ich schreibe hier aber in Klammern hinter, es gibt Ausnahmen. Aber diese Ausnahmen, bei denen die Funktionen keinen Namen haben, die werden wir heute nicht behandeln. Das sind Themen für zukünftige Videos. Aber die Funktionen, die wir heute behandeln, haben alle immer einen Namen, weil es sind ganz normale Variablen, die natürlich einen Namen haben, die natürlich lokal oder global sein können. Aber sie werden halt anders deklariert, und zwar mit einem Scope und dem Keyword Function. Und sie haben immer Klammern. Ich schreibe das jetzt mal in so einer Reihenfolge hier, weil ich immer noch glaube, dass ihr es vielleicht ein bisschen verwirrend findet, wenn ich das da oben Scope nenne. Deswegen schreibe ich hier lieber Local oder Global, Keyword Function, Name, Klammern und Scope. Wir haben in den Scopes auch behandelt, dass ein Scope immer endet mit einem End. Ich weiß immer noch nicht, ob es da Ausnahmen gibt. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch da was einfällt. Vielleicht fällt mir auch was ein, wenn wir hier in der Serie weiter voranschreiten und ich dann endlich dahin komme. Weil das Scope endet natürlich auch immer mit dem End. Ich werde jetzt auch das hier mal in Klammern schreiben, wenn es um Keywords geht. Weil diese Keywords, das sind ja festgeschriebene Wörter in Lua, die man genauso schreiben muss und die halt eine bestimmte Funktion haben. Und local ist ein Keyword, das halt eine Variable lokal macht. Function ist ein Keyword, das eine Funktion deklariert. End ist ein Keyword, welches ein Scope beendet. Und ich werde jetzt mal sagen, hier oben schreibe ich dazu local oder global für das Scope. Und bei Scope schreibe ich dazu Scope an sich und da schreibe ich in Klammern Code. Weil
wir haben ja gesagt, sind Codeblöcke, die man beliebig oft ausführen kann. So, genug mit von der Theorie. Wie sieht jetzt eine Funktion tatsächlich aus? Wir machen jetzt mal eine ganz normale Funktion. Natürlich fangen wir wie bei jeder Variable mit dem Keyword local an, weil wir wissen ja, lokale Variablen sind performanter und man sollte Variablen immer lokal machen, wenn man nicht einen guten Grund dafür hat, sie global zu machen. Dann schreiben wir jetzt das Keyword function, um Lua zu sagen, wir machen jetzt eine Funktion. Dann lassen wir einen Abstand, das kann ein Leerzeichen sein, das kann aber auch ein Tab sein, das kann ein Zeilenumbruch sein. Und dann kommt ein Name. Zum Beispiel nennen wir diese Funktion jetzt einmal Testfunktion. Die Funktion ist natürlich noch nicht vollständig ohne die Klammern. Jetzt schreiben wir hinter Testfunktion zwei Klammern. Hinter diese zwei Klammern kommt dann der Code an sich. Den können wir jetzt erstmal freilassen. Man kann ja auch ein leeres Scope haben. Und dann wird das Ganze beendet mit einem End. Und so haben wir jetzt einmal eine leere Funktion deklariert. Wie gesagt, hier kann der Abstand auch immer noch ein Tab sein. Hier kann der Abstand einfach nur ein Leerzeichen sein. Abstände sind egal, solange sie da sind. Das heißt, hier zwischen braucht man irgendeinen Abstand. Hier zwischen braucht man irgendeinen Abstand. Hier zwischen braucht man keinen Abstand. Man kann aber einen Abstand machen, wenn man möchte. Ich habe bei Funktionen eigentlich die Klammern immer direkt am Namen dran. Das eure Entscheidung. Es gibt bestimmt auch verrückte Leute, die das so schreiben. Das hier wird halt irgendwie nicht gelb als Funktion gehighlightet, aber soweit ich weiß, sollte das trotzdem funktionieren, dass wenn ihr hier dann Abstände habt, dass es trotzdem als Funktion wahrgenommen wird. Das wird ja auch nicht als Error angezeigt. Also vielleicht ist es nur ein Fehler beim Highlighting von Roblox Studio. Und wenn ihr das Video seht, ist der Fehler vielleicht auch schon gefixt, wer weiß. Aber eine Funktion erkennt man eigentlich auch daran, dass sie anders dargestellt wird mit der gelben Farbe hier, wenn ihr sie deklariert. Anmerkung von Conny aus dem Schnitt. Zwischen den Klammern können natürlich auch beliebig große Abstände sein oder auch kein Abstand, es steht euch frei. Diese Funktion macht jetzt natürlich erstmal nichts. Ich habe natürlich gesagt, in dem Scope an sich kann Code drinstehen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel Sachen reinschreiben wie Local-Ergebnis ist gleich 1 plus 2. Und das kann dann gerechnet werden, das kann dann auch geprintet werden, Ergebnis. Und dann müsste dieser Code natürlich 3 printen. Wenn wir das Ganze aber hier testen, dann werdet ihr sehen, blub, es passiert gar nichts. Weil dieser Code, der in einer Funktion drinsteht, nicht ausgeführt wird. Dann schreibt ihr hier rein und speichert ihn praktisch in dieser Variable namens Testfunktion. Aber der Code, der bleibt unberührt, der ist für später da. Weil hier oben steht, man kann sie beliebig oft ausführen. Und beliebig oft heißt auch, man kann es auch gar nicht ausführen, wenn man möchte. Wenn ihr möchtet, könnt ihr diese Funktion ausführen. Und man führt aber eine Funktion aus, indem man sie einfach nochmal schreibt, Testfunktion, und dahinter Klammern schreibt. Wenn man einfach nur Testfunktion schreibt, ist das der Variablenname, den kann man auch für irgendwelche Sachen verwenden, die ihr erstmal noch nicht verstehen werdet, weil es noch keinen Anwendungsfall für euch gibt. Aber wenn ihr Klammern hinter diese Funktion dann nochmal schreibt, außerhalb der Deklarierung, wenn ihr sie deklariert, müsst ihr Klammern dahinter schreiben, das gehört dazu. Aber wenn ihr sie verwendet und Klammern dahinter schreibt, dann wird sie ausgeführt. Verstanden? Nein? Schlecht. Okay, ich nehme jetzt nochmal den Output hier hoch. Kann man das sehen? Sieht man das? Sieht man das? Okay, ich drücke auf Enter und im Output steht 3. Ich mach's mal ein bisschen größer hier. So, 3. Es hat funktioniert. Die Testfunktion wurde ausgeführt und es wurde 3 geprintet. Und ich sagte, man kann es beliebig oft ausführen. Das bedeutet, wir können einfach das hier nehmen und nochmal hier hinschreiben und nochmal hier hinschreiben und nochmal hier hinschreiben und nochmal hier hinschreiben. Und wenn wir das machen, dann steht hier jetzt 3 mal 5, weil der Output gleiche Prints zusammenfasst. Wenn wir hier raufklicken, steht da 3, 3, 3, 3, 3, weil wir hier 1, 2, 3, 4, 5 mal die Testfunktion ausgeführt haben. Wir haben die Funktion gecalled. Man kann sie beliebig oft ausführen, in Klammern callen. So sagt man halt, wenn man eine Funktion ausführt. So, das hier machen wir weg. Der Sinn von der Funktion, der sollte sich für euch jetzt erstmal erschlossen haben, weil es geht natürlich schneller, mehrfach hintereinander einen Funktionsnamen zu schreiben, als eine ganze, vielleicht sogar super komplizierte Funktion zu schreiben. Wer weiß, was ihr hier in dieser Funktion für komplizierte Berechnungen anstellt. Diese ganzen Berechnungen braucht ihr nur einmal schreiben und könnt sie dann immer mit dem Funktionsnamen wieder neu ausführen. Und ich habe euch ja am Anfang, als wir angefangen haben mit Coding, gesagt, wir benutzen schon eine Funktion, und zwar die Funktion Print. Print ist eine Inbuilt-Funktion, eine Funktion, die von Roblox zur Verfügung gestellt wird, beziehungsweise Print wird sogar von Lua zur Verfügung gestellt. Und auf diese Variable könnt ihr immer zugreifen. Eine Funktion sind wie gesagt Variable. Ihr könnt auch, keine Ahnung, print einfach so hinschreiben, kann man immer noch nichts mitmachen. Ihr könntet zum Beispiel print printen. Das würde funktionieren. Was passiert, wenn wir print printen? Das ist eine interessante Frage. Wir printen jetzt hier unten einfach mal print und dann steht da unten function. Und dann steht hier eine Adresse und das ist die Adresse in eurem Speicher, wo sich die Funktion gerade in eurem Speicher befindet. Die kann euch eigentlich ziemlich egal sein. Das zeigt euch aber einfach nur, dass print eine Funktion ist, weil hier steht function. Wir klären nochmal den Output. Und wenn wir jetzt die Testfunktion print, dann
machen wir das nochmal. Print. Und jetzt steht hier auch Function. Und dann steht hier nochmal eine Adresse. Wir machen das jetzt nochmal. Wir machen einmal Print. Print. Und Print-Test-Funktion, damit ihr beides seht. Und jetzt sehen wir hier, das sind zweimal Functions und zwei verschiedene Adressen, weil hier andere Zeichenketten sind. Wenn wir jetzt Testfunktion zweimal printen, dann sollte natürlich beide Male die gleiche Adresse da stehen. Ja, ihr seht schon, zweimal die gleiche Adresse, weil wir zweimal die gleiche Funktion geprintet haben. Man kann natürlich nicht wirklich die Funktion printen, weil was soll uns Lua denn über diese Funktion an sich sagen? Gar nichts, außer dass es eine Funktion ist und wo sie sich befindet. Gut, ihr wisst jetzt, Funktionen sind ganz normale Variablen. Funktionen haben genauso wie jede Variable einen Namen und einen Wert. Der Wert der Funktion ist der Code, der sich in der Funktion befindet, aber der Wert hat auch etwas mit diesen Klammern zu tun. Weil diese Klammern, die haben einen Sinn. Ich meine, man könnte sich fragen, hä, wofür gibt's denn diese blöden Klammern? Lass sie doch weg, könnte doch genauso funktionieren. Und ja, theoretisch könnte es genauso funktionieren, wenn Funktionen nicht mehr könnten. There's more. Denn Funktionen können auch Parameter haben. Das schreiben wir hier einfach mal in Klammern, auch wenn es ein bisschen verwirrend ist. Was sind Funktionsparameter? Parameter sind Variablen, die nur in dieser Funktion existieren. Ihr wisst ja, das machen wir jetzt einmal kurz. Ey, hör auf, Auto-Recovery-File zu erstellen. Wenn wir hier jetzt einfach wieder Print-Ergebnis machen und dann die Funktion, Testfunktion einfach callen, dann steht hier unten einfach 3 drin. Was wir aber nicht machen können, ist, wir können nicht das Ergebnis print. Wird mir gar nicht vorgeschlagen, weil das Ergebnis ist eine lokale Variable, in einem Scope, welches kleiner ist, beziehungsweise welches ein Kind vom globalen Scope ist. Das heißt, vom globalen Scope aus kann ich nicht auf lokale Variablen in Kinderscopes drauf zugreifen. Wenn ich das mache, steht hier 3 und nil. Das Ergebnis ist nil, weil dieses lokale Variable Ergebnis fängt hier in Zeile 17 an zu existieren und hört hier in Zeile 19, wo n steht, auf zu existieren. In Zeile 21 gibt es sie nicht mehr und dann ist sie wieder nil. Und man kann nicht nur lokale Variablen einfach so in dieser Testfunktion deklarieren, man kann sie auch in den Parametern deklarieren. Man könnte jetzt zum Beispiel hier eine Zahl reinschreiben. Das ist einfach der Variablenname des Parameters. Und dieser Variablename vom Parameter kann einen beliebigen Wert haben. Wir kennen den Wert nicht. Wenn wir eine Funktion festlegen, dann legen wir nur den Namen eines Parameters fest. Wir brauchen auch nicht local dazu schreiben, weil ein Parameter immer local ist in dieser Funktion. Und der Wert von dieser Variable, der wird bestimmt, wenn die Funktion gecallt wird. Das heißt, ich kann jetzt Testfunktion zum Beispiel schreiben 2. Und dann lege ich in dem Moment, in dem ich die Testfunktion calle, mit dem Parameter 2 fest, dass der Parameter namens Zahl den Wert 2 hat. Und wenn ich jetzt als Ergebnis nicht sage 1 plus 2, sondern 1 plus Zahl und das Ganze ausführe, dann steht im Output wieder 3. Wenn ich jetzt wiederum Testfunktion calle mit 5 und dann das Ganze nochmal ausführe, dann steht im Output 6, weil jetzt ist Zahl 5 und 1 plus 5 ist 6. Und das macht Funktionen so unglaublich powerful, weil es ist nicht nur ein komischer Code, den ihr immer wieder ausführen könnt, es ist ein dynamischer Code, den ihr immer wieder ausführen könnt. Ihr könnt diesem Code andere Variablen geben und er wird sich dementsprechend auch anders verhalten. Das Coole ist, ihr könnt nicht nur einen Parameter an eine Funktion mitgeben, ihr könnt auch zwei Parameter an eine Funktion mitgeben. Ihr könnt zum Beispiel sagen Zahl 1, dann schreiben wir Komma, Zahl 2. Und als Ergebnis können wir jetzt einfach sagen Zahl 1 plus Zahl 2. Und die Testfunktion können wir gerne umbenennen in addieren, was einfach nur das hochgestochene Wort für Plusrechnen ist, falls ihr in der ersten Klasse aufgepasst habt. Wir können jetzt addieren, und zwar 1, 2. Und was ist das Ergebnis von 1 plus 2? Natürlich, es ist 3. Wir können auch sagen 4 plus 2. Dann können wir die Addieren-Funktion später nochmal verwenden, aber diesmal nicht 4 und 2, sondern mit 567 und 2. Wir können es beides ausführen und dann steht hier einmal 6 und 569. Und das macht Funktionen so geil. But wait, there's more. Und ich hoffe, dass ihr jetzt nicht schon komplett am Ausbrennen seid, weil ich weiß, für Leute, die es nicht kennen, könnte es ein bisschen viel sein. Für Leute, die es kennen, ist es natürlich super lächerlich einfach. So ist das immer, wenn man neue Sachen lernt. Deswegen schlage ich euch vor, wenn ihr eine Pause braucht, dann nehmt euch erstmal eine Pause, setzt euch hin, trinkt einen Tee, was auch immer und probiert vielleicht einfach mal rum, was ihr so für Funktionen jetzt schon machen könnt mit dem, was ihr wisst. Ich meine, ihr müsst ja nicht nur addieren. Ihr könnt jetzt einfach mal spontan versuchen, geht auch multiplizieren, könnt ihr auch mal rechnen, könnt ihr es vielleicht mit 3 Zahlen machen oder geht was anderes als Zahlen und ich kann euch sagen, ja, geht alles, natürlich geht alles. Aber das könnt ihr selber machen. Einfach mal nachdenken, Pause machen, Video pausieren und selber ein bisschen machen und dann machen wir gleich weiter, nachdem ihr fertig mit eurer Pause seid, fertig mit eurem Ausprobieren seid und ich euch ein bisschen mehr zu Funktionen zeige. So, seid ihr soweit?
Okay, wir fangen erstmal mit was Leichtem an. Funktionen sind ja immer noch ganz normale Scopes. Die Scopes können natürlich auch global sein. Wir können das Local weglassen, dann ist es eine globale Funktion. Sollte man natürlich nicht machen. Wir könnten natürlich jetzt, wo wir eine globale Funktion haben, hier oben sagen addieren, aber das würde gar nicht funktionieren. Dementsprechend macht das einfach nicht. Lass das sein mit diesen blöden globalen Funktionen. Das würde in bestimmten Fällen funktionieren, aber so leider nicht. Lasst eure Funktion bitte local, dann sind und bleiben wir alle erstmal glücklich. Wir können theoretisch jetzt diese globale Variable hier wegnehmen und einfach hier so print Zahl 1 plus Zahl 2 reinschreiben. Aber was ist, wenn wir einfach mal einen Code haben, der wirklich was machen soll? Wir kennen ja unser Beispiel mit dem Spieler, der heißt in meinem Fall einfach Conny, und seinem Geld. Ihr könnt euren Spieler natürlich nennen, wie ihr möchtet. Und der Spieler möchte sich unendlich viel Eis kaufen, weil es ist draußen so heiß. Natürlich, wenn ihr das Video seht, ist ein bisschen Zeit vergangen und vielleicht ist bei euch nicht mehr so heiß. Aber jetzt, wo ich aufnehme, wartet einen Augenblick. Oh, 33 Grad hier im Zimmer. Ich habe einen Ventilator an. Und der hilft nicht. Das Eis kostet 2,50 Euro. Wie oft kann Conny sich ein Eis kaufen? Jetzt können wir sagen Local Function, Eis kaufen. Oder wir können die Funktion allgemein halten und nennen die Funktion einfach kaufen. Und hier nehmen wir einfach den Preis rein. Schön simpel. Dann packen wir hier ein If-Statement rein. If Preis ist kleiner oder ist gleich Geld, then printen wir einfach Spieler hat sich ein. Hier natürlich ein Leerzeichen lassen. Und dann fällt uns auf, Eis ist ja ein Variablen-Name, auf den können wir gar nicht zurückgreifen. Also brauchen wir noch den Namen von dem, was wir uns kaufen. Dann sagen wir einfach hier, Komma, Name. Und dann haben wir den Namen, Punkt, Punkt, Name, Punkt, Punkt, gekauft. Dann natürlich noch ein Emoji dazu. Weil Emojis dürfen in guten Code natürlich nicht fehlen. Und es reicht natürlich nicht, wenn wir einfach schreiben, er hat sich gekauft. Er muss es natürlich wirklich kaufen. Das bedeutet, sagen wir mal, wir geben Conny ein Inventar. Local Inventar ist gleich. Und jetzt benutze ich was Neues, woran ihr euch nicht den Kopf zerbrechen braucht. Weil wir darauf später eingehen. Ein Table. Um genau zu sein, eine Liste. Ihr braucht jetzt noch nicht verstehen, was Listen sind. Ich möchte es euch einfach nur mal zeigen, damit ihr euch schon mal darauf einstellen könnt. Weil wenn wir Tables und Listen und so behandeln, dann wird es erstmal ein bisschen kompliziert. Deswegen wollte ich das einfach ein bisschen einstreuen jetzt schon mal. Und wir sagen erstmal, Geld von Conny ist minus gleich Preis. Und dann sagen wir table.insert in Klammern Inventar, Name. Das hier ist auch eine Funktion. Table.insert ist eine Funktion, die in eine Liste einen Wert einträgt. Und das ist auch eine Funktion, die von Lua zur Verfügung gestellt wird. Dementsprechend habt ihr die einfach und dementsprechend ist sie auch so blau dargestellt, genauso wie auch Print. Ich mache den Code jetzt ein bisschen kleiner, damit ihr immer noch einen Überblick über ihn bekommen könnt. Weil es gibt natürlich noch einen Fall. Else. Was ist, wenn der Preis höher ist als das Geld von Conny? Und dann schreiben wir natürlich wieder Print. Conny kann sich das, nicht vergessen, hier ein Leerzeichen und da ein Leerzeichen. Weil sonst sind die Wörter ja zusammengesetzt. Eis. Und hier habe ich das Leerzeichen vergessen. Seht ihr? Darauf muss man immer achten. Nicht leisten. Und dann natürlich ein trauriger Emoji. So, wenn wir die Kaufen-Funktion jetzt ausführen mit dem Eis und dem Namen vom Eis, also Eis, dann steht im Output, Conny hat sich ein Eis gekauft. Und wenn wir danach einfach mal das Geld von Conny printen, Print Geld, und dann auch noch das Inventar von Conny printen, Inventar. Ihr wisst ja, das Inventar von Conny ist so ein Table. Und ich zeige euch einmal, was passiert, wenn man einfach ein Table printet. Ich schreibe hier unten rein Print und dann mache ich einfach so einen leeren Table, so eine leere Liste wie das Inventar da oben. Dann steht hier einfach nur genau das. Einfach diese geschwungenen Klammern. Mehr ist es nicht. So würde ein leeres Inventar aussehen. Und wenn ich das hier wegnehme und einfach nur Geld und Inventar printe, ohne dass wir was kaufen, dann steht hier 100 Geld und leere Liste für das Inventar. Wenn wir jetzt aber das Eis kaufen und dann printen, Conny hat sich ein Eis gekauft, und dann steht hier 97,50 Euro und dann ist hier eine nicht mehr leere Liste, weil hier stehen drei Punkte dazwischen und hier ist ein Pfeil und man kann so eine Liste immer aufklappen und gucken, was drin ist. Und das geht tatsächlich nur in Roblox Studio. Das ist cool. Weil wenn ihr das in einer anderen Umgebung macht mit Lua, dann sieht das genauso aus, als würdet ihr eine Funktion printen und ihr könnt damit nichts anfangen. Jetzt gucken wir einmal rein und dann steht hier, auf Position 1 von der Liste haben wir ein Eis. Schön. Okay, dann kaufen wir uns noch ein paar mehr Eis. Kaufen, 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 kaufen. So, also führen wir das Ganze nochmal aus. Und jetzt steht hier, Conny hat sich hier ein Eis gekauft. Und das Ganze 6-mal. Conny hat nur noch 58 Euro übrig von seinen ursprünglichen 100 Euro. Und in der Liste steht jetzt drin, ah, ihr seht hier, im Inventar haben wir an Position 1 Eis, in Position 2 Eis, 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 Eis. Und wir können das natürlich auch noch anders machen. Wir könnten zum Beispiel sagen, Conny will sich nicht nur ein Eis kaufen, sondern auch eine Kanalmitgliedschaft. Und die beste Kanalmitgliedschaft ist natürlich die für 5 Euro. Kennt ihr doch. Das bedeutet, wir kaufen hier mal ein Eis und dann kaufen wir eine Kanalmitgliedschaft namens Kanalmitgliedschaft. Führen das Ganze aus und dann steht hier, Conny hat sich ein Eis gekauft.
Conny hat sich eine Kanalmitgliedschaft gekauft. Dann nochmal 4 Eis gekauft. Jetzt haben wir noch 82,50 Euro übrig. Und im Inventar steht jetzt Eis, Kanalmitgliedschaft, Eis, 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 Eis. Aber das Eis reicht nicht, um satt zu werden. Es ist natürlich immer noch blöder Code, wenn wir hier unten etliche Male kaufen, 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 kaufen hinschreiben. Dafür gibt es auch Möglichkeiten. Aber diese Möglichkeiten, wie wir das hier nicht machen müssen, sondern es uns einfacher machen können, die erklären wir in einer weiteren Folge. In den nächsten Folgen ist übrigens geplant, dass wir nach den Funktionen dann Loops behandeln. Und das ist der Punkt, bei dem ich mir noch nicht sicher bin, ob ich euch erstmal dann Listen erkläre und dann auf Tables eingehe oder ob ich noch was dazwischen mache. Ich weiß es nicht, weil ich weiß, es wird kompliziert zu verstehen für viele von euch, wenn diese Topics kommen. Dementsprechend werde ich auch erstmal keine Methoden und keine Meta-Tables behandeln, da bin ich mir ziemlich sicher. Einfach nur, weil das super mächtige Themen sind, die aber auch kompliziert zu verstehen sind, wenn man sie das erste Mal hört. Wenn ihr das mit diesem Inventar hier noch nicht verstanden habt, dann ist das kein Problem, weil das ist noch gar kein Thema für uns. Ich wollte es euch nur schon mal zeigen, damit ihr es seht. Vielleicht verstehen es manche von euch soweit auch schon, dass wir hier einfach Table Insert schreiben und dann wird da etwas in diese Liste hinzugefügt. Aber ihr müsst noch nicht wirklich verstehen, was eine Liste ist und was die macht und wofür man die braucht. Ich wollte es euch nur einfach mal gezeigt haben. Diesen Code hier, den nehmen wir jetzt erstmal weg. Das war ein nettes Beispiel für jetzt. Wobei, eine Sache müssen wir natürlich noch machen. Was ist, wenn Conny pleite ist, wenn ich nur 6 Euro habe und das Ganze ausführe? Und dann steht im Output drin, Conny hat sich ein Eis gekauft. Conny kann sich das Kanalmitgliedschaft nicht leisten. Was? Das Kanalmitgliedschaft. Das ist das Schwierige am Programmieren. Gerade im deutschen Artikel. Schwierig. Dafür muss einem guten Programmierer natürlich was einfallen. Und vielleicht habt ihr jetzt ein bisschen Verständnis dafür, dass auch einige Artikel auf der Roblox-Webseite nicht stimmen. Conny hat sich trotzdem noch ein Eis gekauft. Aber Conny kann sich die anderen 3 Eis nicht leisten. Oh. Und dann sehen wir im Inventar nur 2 Eis. Für die 6 Euro konnte sich Conny nur 2 Eis kaufen. Und das war's dann auch. Jetzt, wo wir das hier haben, speichere ich mir das mal für die nächste Folge ab. Und zwar die, in der es um Loops geht. Denn nun kommen wir zu der letzten Sache, die ich euch über Methoden erklären möchte. Und zwar Return. Ich habe ein paar Mal schon gesagt, wenn man Return schreibt, wird das Script beendet. Und nach Return darf man nichts mehr schreiben. Wir dürfen hier nicht mehr Local Test ist gleich 1 schreiben. Es funktioniert nicht. Wenn wir das machen, kommt ein Error. Hier seht ihr auch einmal den Error. Toll, ne? Ihr könnt nach einem Return tatsächlich noch eine Aufgabe ausführen lassen. Ihr dürft nach einem Return zum Beispiel noch einmal Print schreiben. Zum Beispiel Print 1. Es würde funktionieren. Dann wird das auch noch gemacht. Das ist das Einzige, was nach einem Return noch passieren darf. Eine Aufgabe. Und das hat was mit der Funktion von Return zu tun. Weil Return ist nicht nur Englisch für umkehren oder, wie man es vielleicht verstehen kann, beenden, sondern auch für zurückgeben. Und das Return-Argument, das beendet nicht nur einen Scope, beziehungsweise beendet nicht nur ein ganzes Script. Es beendet auch eine Funktion und gibt dann einen Wert zurück. Wenn wir jetzt zurückkommen zu unserer Funktion addieren, local function addieren in Klammern Zahl 1, Zahl 2, dann können wir hier natürlich wieder schreiben, local Ergebnis ist gleich Zahl 1 plus Zahl 2. Und wir könnten es printen, aber wir könnten auch einfach schreiben return. Das würde erstmal nichts machen. Man kann auch einfach return schreiben ohne was. Man kann aber jetzt auch einfach schreiben return Ergebnis. Man darf exakt eine Sache hinter return schreiben. Eine Aufgabe. Ein Ding darf nach return passieren. Das hat einen Sinn, weil return etwas zurückgibt. Wenn wir die Funktion addieren jetzt ausführen, passiert natürlich erstmal nichts. Wir schreiben jetzt addieren 1 und 2. Wir führen das Ganze aus und nichts passiert. Aber wir können sagen, local Ergebnis ist gleich addieren 1,2. Und dann können wir hier unten schreiben print Ergebnis. Weil wenn wir das Argument return verwenden, dann wird eine Variable von der Funktion zurückgegeben. In dem Moment, in dem wir diese Funktion ausführen, wird diese Funktion zu ihrem Ergebnis, das sie returnt. Ihr könnt euch das so vorstellen wie bei den Bedingungen, wo wir zum Beispiel sagen, 1 ist kleiner gleich 2 und dann wird dieses ganze Statement ja nur zu einer Variable und zwar zu einem Boolean. Und bei Funktionen ist es genauso. Wenn die Funktion ausgeführt wird, wird an der Stelle, an der die Funktion ist, dann eine Variable erscheinen und mit der Variable kann man dann weiterarbeiten. Das bedeutet, wenn wir jetzt sagen, Ergebnis ist gleich diese Funktion, dann wird der Wert der Variable Ergebnis auch der Wert sein, der von der Funktion zurückgegeben wird. Wenn ich das Ganze ausführe, steht hier unten 3. Wir printen das Ergebnis. Das Ergebnis ist der Wert, welcher von der Funktion addieren 1,2 zurückgegeben wird. Und addieren 1,2 rechnet 1 plus 2 und gibt dann natürlich dieses Ergebnis zurück. Wir können das Ganze vereinfachen.
Wir können natürlich einfach nur sagen, return 1 plus 2. Und es würde auch funktionieren. Wir führen das aus und blub, es funktioniert. Wir können es noch weiter vereinfachen. Wir brauchen das Ergebnis ja nicht in der Variable speichern. Wir können einfach die Funktion direkt ausprinten. Das wird vielleicht manche verwirren, aber ich erkläre es gleich. Wenn wir das machen, steht wieder 3 hier drin. Warum steht jetzt hier 3, obwohl vorhin da Function unter einer Adresse stand? Es liegt nicht daran, dass die Funktion etwas returnt. Es liegt daran, dass wir die Funktion ausgeführt haben. Wenn wir hier die Klammern dahinter schreiben, wird die Funktion ausgeführt. Wenn wir die Klammern nicht dahinter schreiben, dann ist die Funktion einfach nur die Variable selbst. Und wenn wir das printen, steht hier einfach nur Function. Wenn wir die Funktion mit den Klammern dahinter ausführen, dann wird die Funktion auch ausgeführt. Und an der Stelle, an der die Funktion ist, erscheint dann das Ergebnis, welches von der Funktion returned wird. Also führen wir das Ganze nochmal aus. Und hier steht 3. Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden, weil jetzt kommt noch eine viel verwirrendere Sache. Ich benenne die Funktion jetzt um in Mathe, weil wir werden jetzt Mathe mit den zwei Zahlen machen. Wir werden nicht nur Plus rechnen, wir werden alles damit rechnen. Wir sagen jetzt einmal, local addieren ist gleich Zahl 1 plus Zahl 2. Dann kopiere ich mir das, benenne diese Variable um in subtrahieren und rechne Zahl 1 minus Zahl 2. Dann machen wir auch noch multiplizieren, die Zahl 1 mal Zahl 2 und natürlich dividieren. Wir können natürlich mehr machen, aber das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Wir machen jetzt mit diesen zwei Zahlen Mathe. Und zwar 4 verschiedene Sachen machen wir mit diesen Zahlen. Und wir können mehrere Variablen returnen. Wir können jetzt tatsächlich nicht nur schreiben return addieren. Wir können auch ein Komma schreiben und sagen subtrahieren, Komma, multiplizieren, Komma, dividieren. Und dann werden all diese Variablen returned. Aber eine Variable kann ja nur einen Wert haben. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, local Ergebnis ist gleich Mathe und einfach nur damit die Ergebnisse sehr unterschiedlich sind, sagen wir 3,6 und dann das Ergebnis printen, dann werden hier nicht die Ergebnisse von addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren stehen, sondern tatsächlich nur 9, also das Ergebnis von addieren 3 plus 6. Alle anderen Ergebnisse, die wir returned haben, die sind weg, weil wir sie nicht verwendet haben. Man kann nämlich in Lua mehrere Variablen gleichzeitig deklarieren, indem man hier ein Komma hinterschreibt. Wir können jetzt zum Beispiel sagen addieren oder wir sagen einfach mal Ergebnis 1, Ergebnis 2 ist gleich Mathe 3,6 und dann printen wir Ergebnis 1, Ergebnis 2, weil die Print-Funktion kann natürlich auch mehrere Variablen reinnehmen und die werden dann hintereinander geprintet. Und dann steht hier 9 und minus 3, weil 3 plus 6 ist 9 und 3 minus 6 ist minus 3. Es hat funktioniert. Wir haben jetzt 2 von den 4 Mathe-Ergebnissen genutzt und geprintet. Hey Leute, hier ist nochmal der Conny aus dem Schnitt. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, dass man Variablen so auch natürlich mehrfaches sein kann. Das heißt, man kann ja sagen, local var 1, var 2 ist gleich und dann könnt ihr zum Beispiel sagen 12, true und so habt ihr dann zwei Variablen festgelegt, die ihr dann auch printen könnt. War 1 und print war 2 sind unterschiedliche Variablen, die printen wir einmal und dann steht hier 12 und true. Nur weil ich das in der Aufnahme nicht erklärt habe, aber ja, man kann Variablen genauso assignen. Das ist auch der Grund, warum das mit Funktionen auch funktioniert. Man kann mehrere Variablen returnen, man kann mehrere Variablen gleichzeitig deklarieren, mehrere Werte gleichzeitig festlegen. Das funktioniert einfach in Lua. Aber sowas schreibt man in der Regel eher selten, weil es unübersichtlich ist. Da schreibt man es dann doch lieber eher so. Einfach für mehr Übersicht. Und das ohne das Komma natürlich. Conny aus dem Schnitt, Ende. Und natürlich können wir jetzt noch sagen, Ergebnis 3, Ergebnis 4. Den ganzen Spaß hier auch noch printen. Und dann stehen hier alle Ergebnisse. 9, minus 3, 18 und 0,5. Und ihr könnt natürlich auch schreiben, Ergebnis 5. Und dann auch noch Ergebnis 5 printen. Aber dann steht hier 9, minus 3, 18, 0,5 und nil. Weil es gibt kein fünftes Ergebnis, das returned wird von der Funktion. Es werden nur 1, 2, 3, 4 Ergebnisse returned. Und dementsprechend werden auch nur 1, 2, 3, 4 Variablen mit einem Wert ausgestattet und die fünfte Variable, die ihr hier erschaffen habt, kriegt den Wert nil, weil da nichts rauskam. Und nil heißt ja nichts. Das ist jetzt natürlich sehr viel Code dafür, dass wir einfach nur schreiben könnten print Mathe 3,6 und dann einfach dasselbe Ergebnis hätten. Weil jetzt steht hier 9 minus 3, 18, 0,5, wenn wir Mathe mit 3 und 6 machen. Und es gibt noch einige weitere Sachen, die Funktionen ziemlich powerful machen. Man kann nämlich auch Variablen sehr lustig deklarieren. Man kann hier Punkt, Punkt, Punkt schreiben, um einer Funktion zu sagen, dass hier unbekannt viele Parameter noch drinstehen könnten. Und man kann die dann auch nutzen.
Aber das ist noch etwas zu kompliziert für uns. Dementsprechend machen wir das nicht. Und einfach nur, damit wir diese Edge-Cases geklärt haben, wir haben ja eben geguckt, was passiert, wenn wir 5 Variablen speichern wollen bei einer Funktion, die nur 4 Variablen returnt. Dann kam nil raus. Und genauso ist es auch, wenn wir hier unterschiedlich viele Parameter angeben oder verlangen. Wir nehmen jetzt mal nicht die Funktion Mathe, sondern einfach nur local function print Parameter. Und die nimmt dann Parameter 1 und Parameter 2 und printet dann auch Parameter 1 und Parameter 2. Und wenn wir diese Funktion dann ausführen, aber gar keine Parameter angeben, dann printet er natürlich nil und nil. Wenn wir nichts angeben, dann ist Parameter 1 nil und Parameter 2 ist nil. Wenn wir nur den ersten Wert angeben, dann printet er auch nur den ersten Wert. Bei uns ist es 1, das kann natürlich auch ein String sein. Dann wird dieser String geprintet und als zweites natürlich immer noch nil. Parameter können übrigens alle Variablen-Typen haben, weil es sind ja Variablen. Ihr könnt auch Booleans haben, also zum Beispiel true. Und ihr könnt natürlich hier auch Sachen schreiben wie das plus das. Und wird das natürlich ausgerechnet und trotzdem gemacht, wie ihr seht. Genauso könnt ihr true and true or false and true schreiben und gucken, was dabei rumkommt. Und dann wird hier geprintet true und nil. Das ist alles möglich, ist klar. Und wenn wir hier jetzt einfach reinschreiben das und das, wird selbstverständlich beides geprintet, was wir angeben. Und wenn wir eine Variable zu viel angeben, dann wird die schon rot unterstrichen. Hier steht Argument Count Mismatch, also Anzahl der Argumente ist falsch. Die Funktion PrintParameter erwartet 0 bis 2 Argumente, aber 3 wurden spezifiziert. Und hier heißen die Parameter Argumente. Und ja, es gibt verschiedene Wörter für unterschiedliche Sachen. Man kann die Parameter auch Argumente nennen. Aber das Wort Argument wird eher im Kontext von Methoden verwendet und Methoden lernen wir noch nicht. Dementsprechend nennen wir das erstmal hier Parameter. Wenn wir das Ganze ausführen, passiert trotzdem nichts Schlimmes. Es ist zwar falsch, dass wir hier was reingeben, obwohl nichts erwartet wird, aber die Variable, die wird von Lua einfach ignoriert. In anderen Programmiersprachen könnt ihr euch solche Späße gar nicht erlauben. Da muss natürlich immer alles komplett korrekt sein. Aber Lua ist sehr nett. Wenn ihr etwas nicht angibt, dann ist es halt automatisch nil. Wenn ihr etwas zu viel angibt, dann wird es einfach ignoriert. Aber es ist natürlich nicht zu empfehlen, solche Späße zu machen. Nur weil die Sprache es euch erlaubt. Es bringt euch ja eigentlich auch nichts. Also fügen wir hier unten bei den Bestandteilen noch eine Sache hinzu. Und zwar zwischen dem Scope und dem End schreibe ich noch dazu: Return gibt beliebig viele Variablen zurück. Oh, eine Sache, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe, aber schon erklärt habe, natürlich. Local Function Test. Nachdem ihr Return geschrieben habt, könnt ihr natürlich keinen Code mehr machen. Wir können natürlich jetzt hier, keine Ahnung, 1 returnen. Aber wir können hier jetzt nicht mehr schreiben Print. Wird mir sogar gar nicht vorgeschlagen. Print. Irgendwas. Es geht nicht. Es wird rot unterstrichen. Es expected end to close the function. Nachdem ihr Return geschrieben habt, dürft ihr noch eine Variable zurückgeben. Ihr dürft natürlich hier irgendwas rechnen, um diese Variable zurückzugeben, weil ihr wisst, solche Operatoren machen ja nichts anderes, als eine Variable zu berechnen, die ihr am Ende zurückgibt. Ihr könnt true and false oder sowas hinschreiben, geht alles. Ihr könnt genauso auch eine neue Funktion ausführen, zum Beispiel print test. Das würde funktionieren. Wenn wir die Testfunktion ausführen, wird einfach test geprintet. Wenn wir die Testfunktion printen und imprint ausführen, wird auch nur test geschrieben. Aber es wird nichts von diesem print hier geprintet, weil die Funktion print nicht zurückgibt. Weil wenn eine Funktion kein Return-Argument hat, dann wird nicht mal nil zurückgegeben, sondern gar nichts zurückgegeben. Und gar nichts kann man im Code natürlich genauso behandeln wie nil. Ihr könntet trotzdem hier schreiben, if test ist gleich nil, then test returned nichts. Kann man so machen. Führen wir aus und dann steht hier unten test returned nichts. Obwohl es nicht mal nil returned, hat es trotzdem nichts returned. Also nichts ist immer noch nil. Nil ist aber immer noch die Vorhandenheit von nichts. Schwierig zu verstehen, aber es funktioniert einfach. In Lua ist es einfach, in anderen Sprachen ist es komplizierter. Aber was ich euch zeigen wollte, ist, dass ihr hier hinter natürlich nicht mehr print irgendwas schreiben könnt. Weil wenn ihr das macht, dann kriegt ihr einen Error, weil der Code einfach nicht mehr richtig geschrieben ist und nicht mehr richtig gelesen werden kann vom Computer, weil nachdem die Argumente returned werden, dürft ihr keinen Code mehr haben. Ausnahmen dafür sind natürlich Scopes in den Variablen. So könnt ihr es natürlich auch machen. If 1 ist gleich 0 plus 1, dann return Mathe. Und dann wird diese Funktion hier auch abgebrochen. Und das hier unten wird gar nicht ausgeführt. Das funktioniert aber auch nur, weil dieses Return jetzt in einem bedingten Scope steht und somit nicht garantiert jederzeit ausführbar sein muss. Wird's natürlich, weil es richtig ist, aber muss er nicht. Zumindest nicht für den Code-Interpreter.
Die Funktion wird trotzdem abgebrochen. Wenn ein Return in einer Funktion steht, wird returned, egal wie tief es in den Scopes verschachtelt ist. Solange der Code beim Return ankommt, wird die Funktion abgebrochen und die Werte werden returned. Aber dieses Return ist ja an eine Bedingung geknüpft, die theoretisch false sein könnte. Das heißt, wir können hier einfach mal print test machen und dann wird returned Mathe, weil es natürlich stimmt. Aber wenn wir jetzt was Falsches hinschreiben, wie ist nicht gleich 0 plus 1, dann schreibt er hier rein kein Mathe und es funktioniert einfach alles. Wunderbar. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zur Funktion habt, dann stellt sie mir gerne in die Kommentare. Der Grund, warum ich so excited über Funktionen war, war, weil man so viel damit machen kann. Aber wir sind noch nicht ganz an der Stelle, an der ihr sie richtig nutzen könnt. Dafür fehlen uns noch, ich glaube, ein, zwei Folgen. Oder gucken wir. Ah, es fehlt tatsächlich noch ein bisschen. Wir haben Loops, Listen, Tables und hier wird's interessant, Leute. 3.0, ESL 3.0, schreibt's euch in den Kalender. Ich weiß nicht, ob an diesem Plan noch was geändert wird, aber dann wird's interessant. Dann kommen wir endlich an den Punkt, an dem wir wirklich Spiele entwickeln können. Freut ihr euch drauf und habt ihr das Video so lange geguckt? Dann schreibt einfach mal Rucksack in die Kommentare, weil dieser Rucksack war nie geankert, das heißt, er wird auseinanderfallen. Jetzt auch nicht so schlimm, wenn er auseinanderfällt. Okay, das war's auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und das mit der Kanalmitgliedschaft war kein Witz, Leute. Ich verdiene echt nicht viel Geld mit diesen Videos, also wie soll ich noch meine Miete bezahlen? Nein, macht euch keine Gedanken über mich, ich komme schon klar. Aber der Aufwand in diesen Videos ist halt überhaupt nicht gerechtfertigt für die Klicks, die ich mache. Dementsprechend würde ich mich schon über eine Kanalmitgliedschaft freuen. Ein Like würde mir auch reichen, oder dass ihr das Video teilt, oder dass ihr das Video anschaut, oder meinetwegen auch das Video anschaut, das euch hier eingeblendet wird. Bis dann und ciao!